Wir sitzen im Bus und warten, dass die Stadtrundfahrt losgeht. Alles sehr gut organisiert und auch alles sehr pünktlich. Hotel oder Schiffsgebäude der Welt, 18 Grad Schiff, Kopie von dieser Vorbesitzer. Da ist wieder unser Schieferturm. Jetzt fahren wir hier über den Persischen Golf rüber. Und unser erstes Ziel ist die Insel Yaz. Das Ministerium. Über die Brücke, über die alte Brücke aufs Festland. Da holen wir noch jemanden aus dem Hotel ab. Die Universitäten. Der Abzweig nach Dubai. Brauchen wir ungefähr anderthalb Stunden. Das werden wir ja übermorgen sehen. Jetzt haben wir auch noch Wohnungen ersteigern. Für ungefähr 800.000 Euro für eine Wohnung. Hier fahren wir jetzt am Flughafen vorbei. Reste der Überschwemmung, die vor ein paar Tagen war. Zum Glück vor unserer Ankunft. Jetzt kommen wir zur Insel Yaz, wo wir auch die Rennstrecke dann finden. Dann kommen wir jetzt zur Rennstrecke. Johnny Honser, das Hotel W499 Zimmer und Suite in der Mitte der Rennstrecke. Das Hotel W. Fünf Sterne. Die Fläche. Und die Rennstrecke, die zweite in arabischen Ländern nach Bahrain. Der erste war in Bahrain. Wir haben hier Arena, eine große Ausstellungszentrum. Jetzt fahren wir an der Rennstrecke vorbei. Die kleine und die billige Hotels, wie gesagt, dieses Hotel das teuerste. In der Mitte der Rennstrecke, mindestens 1600, 2000 Dirham pro Nacht. Aber diese kleine Hotels, Rotana, Parken, Radisson, alle sind billiger. Aber 200, 300 Dirham pro Nacht. Da ist nochmal das Hotel direkt an der Rennstrecke. Leider dürfen wir nicht drauf aufs Gebäude. Hier ist der Eingang zur Rennstrecke und zum Hotel auch. Ja. 4.000 Dirham kostet. Über 1.000 Euro. 40 Stunden. Hier ist diese riesige Achterbahn. Das ist der Wasserpark mit diesem weißen Wald. Der Wasserpark ist sehr interessant, sehr schön. Hinter dem Wände von Tscheche Seide. Überall sieht man das Wände von ihm, von drunter des Landes, der Tscheche, auch im Hotel. Manchmal im Hotel drei Bilder von Tscheche und der Sonne von ihm. Links von uns. Der Wasserpark, hier ist Motor One und das Mall. Einkaufszentrum. So ein Einkaufszentrum. Riesiges Mall-Effekt von der Kirche. Die wichtigste Mall auf der anderen Seite Abraham, ist der Wasserpark. Yes, Mall auf der die Achterbahn. Viele andere, aber kleiner. Eine riesige Achterbahn, der Wasserpark. Dieser Bus bleibt mit uns bis Ende. Warner Brothers ist hier. Wir befinden uns jetzt auf der Insel Yaz. Und hier ist diese größte Rennstrecke. Ach ja, geht da drüben weiter. Ist das größte zusammenhängende Dach der Welt von Ferrari. Auf dem Dach ist ein Ferrari-Logo und das ist 65 Meter lang und mit 3000 Quadratmetern das größte Logo des Autoherstellers überhaupt, das je geschaffen wurde. Wenn wir mal länger hier sind, dann können wir auch darauf auf die Rennstrecke. Jeden Dienstagabend kann man da kostenlos joggen gehen. Mall, das ist nun jetzt nicht so interessant, glaube ich. So, mal sehen, ob wir hier ein bisschen was sehen von der Rennstrecke. So, hier kann man die Tickets kaufen und hier gibt es einen Ferrari-Shop. Hier werden Filme gezeigt über die Achterbahn und was so hier alles los ist. Café Bosbos. Doch eine sehr interessante Mall. Aber wir müssen in 5 Minuten wieder am Bus sein, weil wir einen Termin in der Moschee haben. Und das ist ja heute unser Hauptanliegen, die Moschee zu besichtigen. Wir sind bestimmt abends Wasserspiele, denke ich mal. Nochmal von draußen die Wasserspiele, die hier sicher stattfinden werden. Teile von dem größten Dach der Welt. Da geht der Flieger nach Hause.
Aber wir haben zum Glück noch ein paar Tage. Unser Bus, der uns hier überall hinbringt. Die schnellste Achterbahn der Welt. Zweiter, wir fahren zur Moschee. Da sieht man nochmal das größte Dach der Welt. Ich habe einen Tipp. Alles bedeckt. Außer Gesicht, Hände und die Füße. Bei Männern lange Hose. Sagen, geht nicht. So, sie kann ihn fotografieren, wie sie möchte. Aber bitte, ohne Kuss, ohne Umarm. Jeder kann das Wasser nehmen, Zimmer, im Hotel. Nicht wegen mir. Es gibt die Strafen draußen. Die machen nicht noch. Oder Beduinendorf. Nach diesem Beduinendorf, wir machen Fotostopp bei dem Hausron. Oder Hausron. Im Hausron im 15. Stock, wir haben Tische oder Plätze reserviert. Sie haben alle das Mittagessen. Das ist Aquarium mit 10 Millionen Liter Wasser. Und wir haben Ferrari World. Ein schönes Hotel, dieses schönes Gebäude. Yes, Viceroy Hotel. Das ist ein 7-5 Sterne auf der Insel. Aber der neue Name, das neue Name der Hotel W. 499 Zimmer. Das größte und reicheste Emirat Abu Dhabi. Zweite reicheste Dubai. Ein und halb Ajman heißt. Ajman hat ein großes Fischmarkt. Und dort leben vom Tourismus. Schon in Strandstraße, Fujairah. Also ich meine die Rennstrecke nochmal. 5,5 Kilometer Fläche. Hotel W in der Mitte. So schön mit blauem Licht oder wie das ist unter 2000 der Ambrona. Seit 2. Dezember 1971. Vier staatliche Fluggesellschaften und die Redia Funchal. Es gibt hier vier Fluggesellschaften. Auch eine kleine Maschine. Staatliche Immobilien und die Baugesellschaft. Die Mehrheit von den Projekten von Abu Dhabi gehören dieser Immobilienfirma oder Baugesellschaft. Also 40 Quadratmeter Fläche, 2000 Euro pro Monat. Wenn Sie hier kaufen wollen, kaufen 800.000 Euro. Aber da wohnen die Emirati, die einheimischen Leute. Die wohnen aber alle in kleinen Häusern, die wollen alle unter sich bleiben. Das ist schon, auch in Dubai viele andere Rekorde, wie zum Beispiel das höchste Gebäude der Welt. Jetzt kommen wir gleich. Befindet sich in Dubai mit 800 an dem größten runden Gebäude der Welt vorbei. 189 Etagen. Auf der rechten Seite das größte runde Gebäude der Welt, Altar, Büros und Wohnungen. Das ist das Symbol von dieser. Hier sind schöne Zeichnungen auf den Wänden, was alles die Kulturen des Landes darstellt. Die Tiere des Landes, wie die Falke, Tiere und wie ein Kind zu Hause. Viele Einheimische haben die Falke zu Hause. Die Frauenkleidung, die Männerkleidung. Viele Einheimische haben die Falke. Wie Sie sehen, hier, die Männer tragen alle langes weißes Gewand. Aus Baumwolle. Das heißt Kandura oder die Stärscher. Weiße Farbe wegen und dahinter der Hitze das größte runde Gebäude der Welt. Das ist eine Immobilienfirma drin, drin, heißt Alda und das heißt auf Deutsch das Haus. Auf dem Kopf. Kutra. Kutra, Kopftuch. Schwarze, weiße Frauen. Frauen des Landes in dieser die Region. Die Segelschule. Die Kluft der Frauen, die heißt Abaya. Die schwarzen. Umhänge. Einige wollen das Gesicht also bedeckt mit dem Schleier oder mit einer Maske. Der Staat arbeitet, muss diese Kleidung hier tragen. Es sind 8 Stunden am Tag gearbeitet, aber zum Ramadan jetzt nur 4 Stunden am Tag. Alle hier haben Aufenthalt. Außer Freitags, da arbeiten wir gar nicht. Auch nur mit einem Monat im Jahr. Und niemand von diesen Taxifahrern, Bauarbeiter kann hier bleiben. Bauarbeiter verdienen hier ungefähr 600 Euro im Monat, die als Bauarbeiter Taxifahrer. Arbeiten. Aber die Einheimischen verdienen wesentlich mehr. Restaurants von die keine Steuern bezahlt und hier gibt es keine Arbeitslosen, weil Gastarbeiter dürfen nur hier bleiben, wenn sie Arbeit haben. Erstmal kriegen sie 2-Jahres-Vertrag und wenn sie den nicht verlängern, um weitere 2 Jahre keine nach Hause fahren. Alle Leute 300 Dirham. Gesetze werden hier auch eingehalten. Wenn man etwas Geld auf die Straße, wenn man fährt mit schmutzigem Auto, Geht hoch bis 30.000. Sie können ein bisschen von seinem Auto, weißes Mercedes Nummer 1. Alle Leute lieben diesen Mann, respektieren ihn. Der wird hier von jedem. Das ist die alte Brücke. Zayed Bridge. Und jetzt kommen wir an der Zayed Bridge vorbei. Auf der linken Seite die Moschee. Unser Ziel jetzt, wir fahren dahin. Diese Moschee wurde gebaut im Jahr 2000.
2007 eröffnet. Baubeginn 1996. Und diese manche Moscheen haben zwei oder eine. Das hat keine Bedeutung. Hier im Jahr 1425. Ramadan, einer der Monate von diesem Jahr, der und 9. Die Mehrerden auf zweite der Moschee heute zeigen das Jahr an diesem Bild. Sehen wir jetzt die Farbe Moschee. Das ist die Farbe im Islam vom Paradies. Moschee hat weiße Farbe, das ist die Farbe, mit der massives Gold Gold da drauf. Aus Swarovski und 18 Karat Gold. Sie werden heute auch an der Wand der Moschee Attribute von Gott sehen. Die gleichen Attribute hier draußen, die 90 Attribute, sehr viel. Es gibt hier 99 Attribute. Aber die Mehrheit der Attribute wissen wir. Gleichen Parkplatz. Wir werden mit dem gleichen Bus bis Ende. Bus müssen wir hier unsere Kopfbedeckung aufsetzen. Und lange Ärmel haben. Ach, und der lange Hosen. Sortiert aus 13 Ländern, teuerster der Welt. Wie in Italien, Carrara, Marokko, August, Griechenland, der Türkei. Wahnsinnsanblick. Ganz schnell haben sich alle europäische Frauen und Muslime verwandelt. Und dann laufen wir 10 Minuten durch einen Tunnel zur Moschee rüber, die jetzt uns gegenüber liegt. Irgendwo da. Jetzt runter zu dem Tunnel, wo wir durch müssen. Auch wieder erstmal eine Einkaufsmall. Man läuft ja die 10 Minuten nicht umsonst. Dann auch einkleiden. Und gar nicht so teuer. Also im Grunde genommen ist es Quatsch, alles mitzunehmen. Man kriegt für 45 Dirham hier ein Kostüm und hätte dann gleich was für ein Fasching. Das ist ernst. Jetzt darf man hier wirklich nur noch richtig gekleidet rein. Großer Andrang hier natürlich. Und jetzt kommen die hier am Flughafen. Feuerzeuge wurden hier abgenommen. Kann man sie aber dann nachher wieder in der Entstehung. 10 Minuten aber nicht laufen, wir werden gefahren. Der Scheich ist übrigens auch in der Moschee begraben oder aufgebaut, weiß ich nicht, wie man das nennt hier. Und da dürfen aber nur die engsten Familienangehörigen ihn besuchen. Kennen wir da auch. Jetzt sind wir angekommen, prachtvoll. Scheich Zayed Moschee ist die einzige Moschee im Land, die auch von Touristen besucht werden können, darf, also auch von Nichtgläubigen. Sie gehört mit ihren 107 Meter hohen Minaretten zu den größten Moscheen der Welt. Gold, Marmor, feine Malereien, Edelsteine und bunte Glasscheine sind großzügig hier verteilt und man kommt sich vor wie ein Märchen in 1001 Nacht. Außerdem befindet sich im Hauptschiff der größte Teppich der Welt, der von 1200 Iranerinnen per Hand geknüpft wurde. Die Moschee ist das größte Sakralgebäude der Vereinten Arabischen Emirate und mit ihren 82 weißen Kuppeln schlichtweg beeindruckend. Das monumentale Gebäude bietet Platz für 40.000 Gläubiger und kann täglich kostenlos besucht werden. Dangerous.
Und da ist der Teppich. Der größte Teppich der Welt, geknüpft, handgeknüpft von 1500 Iranerinnen und hat gedauert, ja, reich ich nach. Ein Foto ohne Kopftuch gemacht, müssen jetzt ihre Kameras abgeben und das Foto löschen. Aber sie sind Chinesen und tun so, als wenn sie nicht verstehen. Und jetzt wird die Security hier rufen. Das war wohl schon das Hauptding. Viel mehr sehen wir hier nicht. Der Highlight war natürlich der Teppich. Für mich nicht. Für mich war der Highlight das ganze Marmor. Wahnsinn. Hier haben wir nochmal eine Chance auf den Teppich und diese tollen Kronleuchter. Da sind die Gebetsräume. Hinter den perfekten Büschen sehen wir die Beleuchtung. Das sind alles Beleuchtungstürme. Da irgendwo ist jetzt das Mausoleum von dem Scheich Sahib, was aber nur für die engsten Verwandten zugänglich ist. Überall die Türme zur Beleuchtung. Das muss ja abends fantastisch aussehen. Scheinbar geht es da zum Mausoleum, aber man kommt da sowieso nicht hin. Müssen wir uns also gar keinen Kopf machen. Jetzt sind wir wieder im Bus. Wir haben uns verspätet. Wir waren die Letzten. Ich glaube, das ist noch nicht oft vorgekommen. Aber wir hatten uns verlaufen. So, nochmal einen Blick auf die Moschee. Jetzt im Herdet. Das ist ein Beduinendorf. Nochmal einkaufen. Es gab hier Geschäfte, wie die Moschee sei. Hier ist es sein Stadion. Blickte man in diesem Land. Moschee von Bagdad, die größte der einmal in der größten Moschee, die größte steht in Saudi-Arabien. Und jeder Muslime versucht einmal in seinem Leben dorthin zu kommen. Aber schafft es für die Reise. Bei Sonnenuntergang, ja, die 18 Uhr 25. Seit 2022. Das ist der Präsident gewesen, seit 2220. Er folgte seinem Bruder. Ja. War der Scheich Kaliber der Präsident, aber der ist letztes Jahr gestorben. Schon ist heute dieses Gebäude. Kaliber, Burj Kaliber besuchen wir in Dubai. Wir kommen direkt an unserem Hotel vorbei. Und wieder am schiefen Turm. Adnik bedeutet Abu Dhabi Exhibition Center. Eine große Ausstellung und die Konferenzzentrum. Aber hier ist Militär und Privat. 20% von den Leuten des Landes haben diese Krankheit, Zuckerkrankheit. Also hier haben ganz viele Leute Zuckerkrankheit. Nicht 20% nur sondern Fälle. Die Ärzte kommen immer aus europäischen Ländern wie Deutschland. Über 10.000 Deutsche leben hier. Nicht alle Deutschen. Arbeiten viele deutsche Ärzte, die Einheimische, wird hier draußen arbeiten, nur in aber niemand von denen. Und die verdienen dann zwischen 5.000 und 30.000 im Monat. Und die Gastarbeiter zwischen 600 und 1.200. Frauen können gut verdienen. Könnte Deutschland sich ein riesen Stück mal abschneiden. Keine Zunge. Der Sieben Emirate hat seinen eigenen Scheich. Und die Scheichs machen alle die Gesetze. Und jetzt kommen wir gleich ins Reicheste von der Welt. Wo wir hier hinkommen, hier wohnen die reichen Einheimischen. Die haben sogar einen eigenen Flughafen. Das ist jetzt hier das Reicheste. Es gibt nur Paläste und da wohnen Chefs der Polizei, Chefs der Militär,
die Bankdirektorin, die reiche Leute. Die Brücke verbindet die Insel Hodeirat mit Abu Dhabi. Dort bauen neue Hotels und neue Häuser auf der Insel Hodeirat. Die Häuser mit Flaggen des Landes, vier Farben an der Flagge, rote, grüne, weiße und schwarze. Seit 1971 hat das Land die gleiche Währung und die gleiche Flagge. Aber es gab verschiedene Währungen. Birial, Rubia, Dinar. Es gab verschiedene Flaggen. Sieben Länder gibt es. 2. Dezember ist die Nationalfeier. Die heimischen Leute haben alles für ihre Kinder. Die Einheimischen haben alles kostenfrei. Und Wasser, Elektrizität, monatlich zahlen nicht. Das Geld von Benzin, jeder kriegt von Firma. Bei staatlichen Sektor, bei Regierungssektor, jeder von Einheimischen kriegt das Geld von Benzin monatlich. Ein Haus, genau. Ein jeder Haus Einheimische kriegt vom Scheich ein Haus geschenkt. Oder 60.000 Dirham. Spanische Schule, aber leider keine deutsche. Zu viele Schulen in dieser Zeit. Es gibt sehr viele Schulen, die Kinder, aber keine deutschen. Die Kinder ab 5 Jahren und die Schule ab 6 Jahren. Die Schule 6 Jahre dauert, Oberschule noch 3 Jahre und Hochschule 3 Jahre. So 12 Jahre Schulbildung, noch dazu 2 Jahre die Kindergarten. Die Universitäten hier nicht pflichtig. Nach dem Hochschule, die Jungen können Arbeit finden. Nicht alle besuchen die Uni. Die Bedeutung haben, die Kuppel des Hotels Emres Velas 114, die gleiche Zahl von Kapitän von Kuppel. Sonikon. Offen dieser Eingang. Die neueste Hotel in Abu Dhabi. Emres Velas. Knopfturm, 400 Meter hoch. Später, aber zuerst fahren wir auf diese kleine Brücke Richtung die kleine künstliche Insel. Auf der Insel, ein Turm, dieser Turm, ein Restaurant, neben dem Restaurant, sehr ähnlich wie Atlantis in Dubai, auf der Palmeninsel, das Hotel Rexus Abu Dhabi. Schauen Sie bitte rechts, hier der Corniche, Skyline, alle schöne, hochherzlich, die eine Moschee, diese Kuppel, weiße Kuppel. Das ist jetzt eine kleine künstliche Insel, wo wir jetzt hinfahren. Und ich wollte wissen, hinter Marina Mall. Man kann auch einfach ohne Reservisten für kann man Yacht oder Boote mieten. Der Yacht hat. Das ist schon im Boote. Strände, rechtlich, die Uni, Zelten, wir schauen die Beduinen. Hier haben wir jetzt wieder eine halbe Stunde Zeit, uns umzuschauen, wo die Beduinen früher gewohnt haben. Hier kommen wir jetzt zu dem Beduinendorf, wo wir auch die Tiere und die Zelte und so angucken können. Alles im Schnelldurchlauf. Pferde, Esel und Gazellen. So sehen die Beduinenhäuser bzw. Zelte aus. Das ist hier die höchste Fahne mit 130 Meter, hat er, glaube ich. Die Beduinenhäuser hier, die stehen eigentlich in den Bergen. Schlafzimmer. Kann man hier auch? Nee. Hier sind kleine Ruhestätten und hier den tollen Blick auf die ganzen Hochhäuser. Hier ist auch ein Museum, kleine Geschäfte, kleine Läden. Hier gibt es über 200 Millionen Palmen und Mangroven wachsen hier auch. Und da wieder den Blick auf die Hochhäuser. Irgendwo davon ist das World Trade Center. Ich glaube, das mit den zwei Türmen. Na, wahrscheinlich das mit den zwei Türmen. Die Stelle, den Tieren, viele kleine Geschäfte. Aus Zeitmangel kann man natürlich nicht alle sehen. Wir haben uns jetzt das Bootsgeschäft ausgesucht. Noch ein Museum. In der runden Kuppel ist das Theater drin. Und dahinter
dahinter nochmal die höchste Fahne. Da dieses tolle Hotel. Das kristallklare Wasser. Man gleich wieder Lust hat, reinzuspringen. Abu Dhabi sieht ähnlich aus wie das Atlantis in Dubai. Und das ist das schönste Hotel. Und dann daneben die Marina Mall. Da, wo man sich auch Boote mieten kann. Und da nochmal das Hotel. Hier sind große Zahnkliniken. Nochmal die Gäste. Hier sehen wir den Präsidentenpalast mit den weißen Kuppeln. Und jetzt schwenken wir rüber zum Emirate Palace Hotel, was wir gestern besichtigt haben, auch von innen. Das Emirate Palace Hotel hat einen Privatstrand, kostet die Suite zwischen 1.000 und 2.000, ich jetzt vergessen, Euro pro Nacht. Hier wohnen auch Einheimische, Reiche, aber nicht so Reiche wie vorhin in dem Bezirk. Der Founder Memorial, das Gesicht von ihm, von Church, aber am Abend gesehen schon mit... Ach, vorgestern in Nation Towers. Ich habe sie getan, ich diskutieren. Also hier ist das Parlament. Achte Frauen, diesem Parlament, achte Frauen. Alle waren geblässt, hier rechts. Und mit dem blauen Frauenhäuser sind neue. Ja, ist es ein Keltenhotel? 4.000 Gästezimmer, die Miete. Burj Khalifa 828 Meter. So Familienparks mit Spielplätzen. Und es gibt auch hier Taxis nur für Frauen, die werden von Frauen gefahren und haben eine rosane Farbe. Eine Frau mit ihrem Mann darf mitfahren, aber Männer alleine dürfen nicht fahren. Stellen da auch kostenlos, schauen Sie, sehr schön, ne? Gebäude sind das World Trade Center, 400 Meter hoch. Und den hat ein Kostüm mit braune Farbe. Im Gebäude hier in Abu Dhabi. Und davor das braune ist ein Einkaufszentrum. Eine mit goldener, eine mit braunen. Und daneben gleich neben uns Handelskammer. Moschee, Einkaufszentrum und World Trade Center. Hier ist jetzt Ende von Corniche. 21 Häfen hat das Land. Wir haben zwei Flughäfen. Hier überall. Unser Strand hat schon einen Blick heute mit Lucy. Wenn Sie wollen, Cappuccinos, Dress, Meridian, Aura. Nach dem Meridian, Sofitel. Die dritte, die rote Farbe, Sheraton. Warum Sheraton? Ich weiß. Ja, Sheraton. Da essen wir, da steigen wir aus. Letzte und dann letzter Stopp letzte von der Urfahrt, da ist dieser Busfahrer. Und in dem Hotel dahinter gehen wir essen. Ganz oben. Ja. Wir haben ein Hotel im 15. Stock. Und es wurde extra für Ramadan Essen bestellt, wo es nicht überall Essen gibt. Und da lassen wir es uns jetzt schmecken mit einer wunderschönen Aussicht. Mit total leckeren Essen fahren wir jetzt mit dem Bus. Es ist jetzt Feierabend, aber wir lassen uns am Präsidentenpalast absetzen und gucken uns den an. Von Nietzsche Beach geht es jetzt wieder zurück zum Präsidentenpalast. Oh ja, mit ganz viel Fantasie kann man den Kopf von dem Scheich erkennen. Hier am Founders Memorial. Und mit ganz viel Fantasie kann man hier auch den Kopf des Scheichs erkennen. Ein Wahnsinnskunstwerk. Als Gesicht ist zu erkennen. Wenn man weiß, was es ist. Tower ist auch der Scheich abgebildet und seine zwei Söhne. Und der eine Sohn ist 22 gestorben, der den Burj Khalifa weitergebaut hat. Wir sind ein bisschen schlauer wieder und wissen, dass durch diesen Eingang nur der Scheich und seine Familie zu dem Hotel, dem Emirate Palace Hotel, kommt. Die anderen müssen den normalen Eingang, den wir gestern auch gegangen sind, gehen. Das ist nach den Petunien. Der Eingang für den Scheich und seine Familie. Nochmal ein Blick auf das Emirate Palace Hotel. 2.000 Euro aufwärts pro Nacht pro Zimmer. Also die Tower, wo wir vorgestern drauf waren. Jetzt nähern wir uns dem Präsidentenpalast.
war Al-Watan. Sehen wir den Palast, aber wir suchen noch den Eingang. Sind wir im Präsidentenpalast, also auf dem Gelände schon mal, und gehen weiter im Bus und werden gleich zum Palast gefahren. Im Palast wohnt aber keiner, das ist nur zum Arbeiten da. Direkt vor dem Präsidentenpalast. Wie gesagt, hier wohnt Herr Präsident nicht. Hier wird nur gearbeitet und geschuftet. Welch ein Prunk und Luxus. Und nichts vom Volk und von Steuergeldern bezahlt. Alles vom Scheich selber. Das ist ein Leben hier. Schön angelegter Garten. Dazu mehr dürfen wir allerdings nicht. Hier ist Schluss für Besucher. Und da müssen wir auch hinter den Springbrunnen wieder nach rechts rumlaufen. Aber auch von hier hat man einen super Blick. Und dann im Hintergrund die Towers noch. Ich habe schon Durst, aber hier draußen darf man nichts essen und trinken. Es ist Ramadan. Aber drin soll es wohl ein Restaurant geben. Ich würde jetzt hier reinspringen, aber dann würde ich garantiert verhaftet werden. Will ich nicht riskieren, also lasse ich es bleiben. Zum Glück weht ein leichter Wind und dadurch lässt es sich auch aushalten. Jetzt gehen wir rein. Leute Geier haben den Falken. Wow. Und hier kann man jetzt die Geschichte des Palastes sich angucken. Na, schauen wir mal. Sehen ja ungefähr aus wie unsere Sitzungssäle. Dann gezeigt die Entstehung des Palastes, aber wann und wie, wissen wir nicht. Steht nicht dran. Das ist Scheich Mohammed bin Zayed Nahrain, der Präsident. Der Sohn Scheich Khalifa, der 22 gestorben ist, Präsident und Premierminister. Scheich Zayed, der die, sie alles gegründet hat, der die Emirate zusammengefasst hat und, naja, der Gründer und Präsident. 71 bis 2004. Und 2004 kam dann die, 7 Emirate aufgeführt und bis auf Katar und den Oman sind jetzt alle zu den Geschenke, die er mal bekommen hat. Thank you.
die eine Ausstellung seiner ganzen Orden und Medaillen. Januar 2017 unterschrieben, dass die Olympischen Spiele 2019 nach Abu Dhabi gehen. Hamda Al-Husani, die gewannen 17 olympische Medaillen. Alle Schritte, die wichtig waren, aufgezeichnet und man kann sie nachlesen. Februar 19 war auch der Papst zu Besuch, ein bescheidener Speisesaal. Also freigehalten für Staatsbanketts und es können bis zu 300 Menschen hier speisen. Wahrscheinlich die Geschäftsräume. Kristalle und wiegt 12 Tonnen. Wir sitzen jetzt auf einer Bank und ruhen uns im Moment aus. Die Kultur legt sehr viel Wert auf Geometrie. Und das sieht man hier an den Bauten auch. Das gefärbte Glas, was das Licht filtert. Und mit bloßen Augen sehe ich das Gelb hier zum Beispiel überhaupt nicht. Und das Rot auch viel schwächer. Kann man sich fotografieren lassen. Räume hier, das ist der Meetingraum und der lässt sich auch erweitern, wenn noch mehr Gäste da sind. Kommen wir zur Bücherei, obwohl es im Moment mehr ein Café oder sowas reizen würde. Es ist hier auch der Meetingraum und die Wand kann man dann rausnehmen und dann ist alles ein großer. Wir suchen jetzt den Sonnenuntergang und da hier alles so schön angestrahlt wird, wird sie sicher auf der anderen Seite untergehen. Mal sehen, ob wir es finden. Ja, ich sehe sie schon vor Luken. Jetzt erhoffen wir uns hier einen schönen Sonnenuntergang zu sehen. Und nachher dann noch die Lasershow.
ewig die große Außenbeleuchtung. Aber es kommt noch besser. So, jetzt haben wir auch einen Café gefunden, wo wir was zu trinken bekommen, hoffentlich. Ja, bekommen wir. Ja, sieht richtig schön aus. Da hinten auch in Rot. Ein wunderschöner Abend. Das sieht ja noch schon so toll aus. Und jetzt soll die Lasershow unseren Abend noch krönen. Sogar der Mond stimmt. Eine fantastische Stimmung hier. Jetzt warten wir auf die Lasershow. In dieser fantastischen Lasershow sind wir jetzt gleich in den Shuttlebus gestiegen und müssen sehen, dass wir irgendwo ein Taxi nach Hause kriegen. Fantastisch organisiert, die Taxen fahren hier vor. Er passt auf, dass keiner sich vordrängelt, dass alle schön in der Reihe warten. Wunderbar alles. Und Busse gibt es natürlich auch. Wir haben Taxi, freuen uns jetzt aber aufs Hotel.